Guten Morgen, meine Süßen, und herzlich willkommen zu meinem Tagebucheintrag Nummer 2. Wie ihr sehen könnt, versuche ich das diesmal mit der Vlogging-Kamera immer so einzelne Stücken festzuhalten und zu zeigen, was ich so mache, auch wenn heute Sonntag ist und wahrscheinlich nicht viel passieren wird. Und ich schneide die einfach nur so hintereinander, wie ich sie aufnehme. Halt so richtig schlecht, also ohne jetzt krass Überleitung und krass super weggeschnitten und so. Ja, und heute wird erstmal was gefuttert, weil ich habe so Hunger. Und ich habe heute bis um 9 geschlafen, weil dann mein Wecker anging, weil ich mich immer dazu drängen will, nicht länger als bis um 9 oder so zu schlafen, weil ich finde, man hat mehr vom Tag. Und soll ich euch mal zeigen, wie schön es draußen aussieht? Schaut mal, die Sonne scheint. Und es weht ein leichtes Lüftchen, welches wahrscheinlich ultra kalt sein wird, weil das voll der Ostwind ist in letzter Zeit. Und der ist immer saukalt. So, das ist heute mein Frühstück. Das ist Haferschleim, den man hier unten noch so ein bisschen sieht. Darüber haben wir Nektarine und Trauben. Und dieses helle hier, das sind kandierte Hanfsamen. Das darunter, das dunkle, ist so ein Chiasamen-Schokopudding. Und diese schwarzen Knödel da, das sind so Zartbitter-Crunchies. Und dazu noch ein Brot mit dem Eiersalat von gestern und ein paar Körnern drauf, weil der so lecker war. Und dazu habe ich mir einen Tee gemacht, diesen Brennnessel-grüner Tee. Der schmeckt voll lecker. Ja, und das esse ich jetzt alles auf, hoffentlich. Ich bin jetzt gerade, nachdem ich gefrühstückt habe, habe ich mich an meinen Laptop gesetzt und bin jetzt gerade noch so ein bisschen am Bearbeiten von ein paar Designs und so, weil jetzt ja bald neue kommen. Und ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4... 4 fertig, ne 5 habe ich fertig und davon kommen manche halt in verschiedenen Farben, also wie eigentlich immer, dass man die halt auf schwarzem Grund mit weißer Schrift und andersrum und sowas halt haben kann. Und ja, ich kann euch einen ganz kleinen Hasch rüber ermöglichen, aber nur ganz klein und ganz kurz, sodass ihr es nicht wirklich seht. Ich habe mich jetzt mega lange mit den scheiß Bildern rumgeärgert, weil da irgendwas nicht funktioniert hat, so wie es sollte, weil ich eigentlich irgendwie was machen wollte, somit, dass man das auch erkennt und bla. Dann habe ich da auf den weißen Strich vergessen, dann musste ich das alles nochmal bearbeiten mit diesem weißen Strich und oh mein Gott, das war so nervig. Und habe ich es jetzt tausendmal umbearbeitet und jetzt sind endlich fertig die Designs und jetzt geht es ans Aufräumen und es ist 15 Uhr und ich habe noch nichts gegessen. Und das ist übrigens so mein Standardlook, wenn ich zu Hause bin, so richtig schön gammelig. Also nichts mit wunderschön und oh mein Gott, ich bin immer so top gestylt und so. Nicht so. Ich esse jetzt noch einen Muffin, solange wie ich auf meinen Chili Con Carne warte, weil das ist jetzt hier noch am Kochen. Und der Freund macht sich einen großen Topf mit seinem Essen und ich mache mir einen kleinen Topf mit meinem Essen. Und dann machen wir uns dazu ein bisschen Reis und dann essen wir das noch zusammen und genießen das und dann würde ich sagen, ist der Vlog für heute auch beendet, weil viel mehr passiert heute auch nicht. Mann, es ist bestimmt voll laut mit den ganzen Lüftungen. So, und ja, viel mehr machen wir nicht außer Fernsehen dann noch. Und dann werde ich jetzt noch diesen Vlog bearbeiten, damit der morgen für euch online ist. Also bearbeiten, ich werde einfach alles hintereinander schneiden und gucken, wie lange das braucht, um das hochzuladen. Und ihr müsst mir mal bitte unbedingt unten in die Kommentare schreiben oder gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das so besser findet, als das sonst, wenn ich nur rede. Weil dann weiß ich, ob das, also wenn es mehr als 1000 sind, dann bin ich mir sicher, dass das euch mehr gefällt als das andere. Weil beim anderen hatte ich ungefähr 1000 Likes. So. Und dann kann ich das abschätzen, ob das besser ankommt oder das, weil im Endeffekt denke ich mal, das ist jetzt ein bisschen zeitaufwendiger, aber ich glaube doch, dass das ein bisschen spannender ist, als wenn ich jetzt einfach mich nur hinsetze und das dann so laber und so. Also sagt mir unbedingt, ob ihr das besser findet. An einem Tag, wo ich mehr mache, passiert natürlich auch mehr als heute, wo wir nur aufgeräumt haben und ich ein bisschen das an meinen Designs gemacht habe. Und ja, deswegen sagt mir bitte, ob ihr das besser findet oder das andere. Und dann ja, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss. Ah, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken.